So, wir starten gleich ins letzte Drittel der Prüfung. Ich muss gerade warten. Ja, ist gerade umgeschlagen auf 21.25 Uhr. Und toll, dass ihr noch so viel Energie habt. Gerade diejenigen, die gestern auch in der Prüfung waren, waren ein anstrengender Tag. Aber ich finde das auch immer wichtig, wenn man auch eine Prüfung, auch wenn man die erfolgreich hinter sich gebracht hat, dass dann so ja ein Punkt gesetzt wird und mit so einer Besprechung zum Beispiel, das hilft, so diesen Abschnitt dann abzuschließen. Und dann geht's auf die mündliche Vorbereitung. Gut, schauen wir also mal die Fragen 41 bis 60 an. Und da haben wir eine Einfachauswahl. Dieses Mal steht nicht, was ist falsch, sondern welche der aufgelisteten Gesundheitsstörungen gehört nicht zum klassisch, zum metabolischen Syndrom. Wählen Sie eine Antwort. Also man muss wissen, das metabolische Syndrom, man spricht auch so gerne vom tödlichen Quartett, ja, besteht aus einer bauchbetonten Adipositas, aus schlechten Blutwerten, Fettstoffwechselstörung, also Dyslipidämien, aus der arteriellen Hypertonie und Störung des Glukosestoffwechsels oder in der Prüfung würde ja jetzt Zuckerstoffwechsel im Grunde auch stehen, mit erhöhten Blutzuckerwerten. Und wenn wir hier schauen, also A, C, D, E sind ja die Dinge, die ich hier gerade eben auch schon angesprochen habe, dann fällt hier die Hypothyreose eben raus. Machen wir es kurz und knackig. Was nicht dazu gehört, ist die Hypothyreose. Ne? Ach, da ist noch eine Frage. Das höre ich immer wieder, wir dürften nur einprozentiges Prokain verwenden. Nee, wir können zweiprozentiges, ja? Zweiprozentiges können wir verwenden. Ja, ich habe mich ja sehr gestört an dem Begriff verordnen, ja. Aber zweiprozentiges können wir verwenden. Ja, das kriegst du so, kriegst du ohne Rezept. Schauen wir weiter. Also was man nicht mehr machen darf, also früher durften Heilpraktiker, das ist aber jetzt schon 17 Jahre her oder sowas, durften die auch noch große Neuraltherapie machen, wo ich jetzt auch kein Fan davon bin, nicht von der Therapie, sondern dass es Heilpraktiker machen. Ich finde, das müssen absolute Cracks der Anatomie machen. Da kann eine Menge schief gehen, dass zum Beispiel ein Nervengeflechte gespritzt wird, Ganglion Stellatum oder sowas oder Frankenhäuser Raum und so etwas. Das dürfen wir nicht mehr machen. Wir dürfen nur noch quaddeln. Also intrakutan gehen und auch nur zweiprozentig. Ja. Gut, wir kommen zur arteriellen Hypertonie. Hat ja auch ein bisschen wieder was zu tun mit diesem metabolischen Syndrom, was da gerade schon angesprochen war. Und zwar, wir brauchen richtige Antworten. Der Blutdruck kann durch eine Gewichtsabnahme und die Aufnahme einer regelmäßigen körperlichen, sportlichen Aktivität deutlich gebessert werden. Ich glaube, das müssen wir nicht spannend machen. Das wissen wir alle, dass Bewegung und viel Lachen und eine gute Ernährung und dass das einfach die Grundpfeiler sind, um den Blutdruck eben in den richtigen Höhen zu halten. Nehmen wir also rein. Aussage 1. In die Behandlung des Bluthochdrucks sollten auch stressabbauende Behandlungsmethoden mit eingebaut werden. Ja, selbstverständlich, müssen wir auch nicht drüber diskutieren, nehmen wir sofort. Bei einem Bluthochdruck werden ärztlicherseits oft Medikamente verordnet, über deren wichtigen Nebenwirkungen Heilpraktiker Kenntnis haben müssen. Ja, natürlich. Und wir sehen auch schon, auf was diese Lösung hier rausläuft. Sie machen es einem mit dem Auswahlverfahren hier wieder sehr, sehr einfach. Es muss ja die Lösung eh sein, aber kurzer Check-up, weil den ist ja schon ein anderer Fehler hier passiert. Durch einen zu hohen Blutdruck kann es zu einem Lungenödem kommen, ja. Der Bluthochdruck gehört mit der KHK zu den häufigsten Ursachen für eine Linksherzinsuffizienz. Die Linksherzinsuffizienz wiederum kann dann zu einem Rückstau in der Lunge führen, sodass durch diesen Anstieg des Drucks eben ein Lungenödem entstehen kann, nehmen wir auch. Und andere Folgeschäden eines Bluthochdrucks können Hirninfarkt, man nennt es auch Apoplex, oder ein Herzinfarkt sein. Ja? Ach, du bist meine Helen, sehr schön. Muss ich nachher noch was zu dir sagen. Dann gehen wir mal weiter, die haben wir schnell abgehakt. Und zwar geht es schon wieder um Fieber und schon wieder kommt die Malaria vor. Irgendwie wiederholen sich ja doch ziemlich viele Dinge. Ne? Sieht für mich ein bisschen so aus, als ob jemand ein Buch aufgeschlagen hat und dann steht auf der linken Seite ein Thema und auf der rechten Seite steht ein ganz ähnliches und sich dann gedacht hat, dann mache ich mal aus der linken Seite eine Frage und aus der rechten.
Ja, so sieht das für mich im Grunde aus. Also, dass man sich nicht so viel Mühe gegeben hat. Schauen wir also weiter. Und zwar, bei der Malaria wiederholt sich das Fieber alle 7 Tage und dauert dann jeweils 24 Stunden. Also vorhin haben sie behauptet, es würde rekurrierendes Fieber machen, was nicht passiert. Nee, die haben Fieberschübe. Dabei gibt es ja verschiedene Formen der Malaria. Es gibt die Malaria tropica, hervorgerufen über das Plasmodium falciparum. Da gibt es sehr chaotische Fieberschübe von der Rhythmik her. Und dann gibt es die Malaria tertiana, hervorgerufen über das Plasmodium vivax oder ovale. Da werden Zyklen durchgemacht, so dass wir einen 3-Tages-Rhythmus haben, tertiana. Und dann gibt es das Plasmodium malariae, was der Verursacher ist der Malaria quarta, ne? Da haben wir einen 4-Tages-Rhythmus. Es gibt noch die Malaria nulesii, aber die ist nicht wichtig. Aber wir haben da keine 7 Tage, ja, und dann 24 Stunden. Also das passt ganz einfach nicht. 1 ist somit schon mal draußen. 2, Fieber kann als Krankheitszeichen auch bei Kollagenerkrankungen auftreten. Auch sehr ungewöhnliche Bezeichnung für Kollagenosen, Kollagenerkrankungen. War da vielleicht doch irgendwie KI oder sowas im Spiel? Wer weiß. 3, bei Fieberzuständen muss bei der Krankheitsgeschichte auch die Frage nach Auslandsreisen gestellt werden. Selbstverständlich muss sie das. Dann 4, bei Fieber- und Rückenschmerzen sollte auch der Urin untersucht werden. Das könnte ja zum Beispiel eine Pyelonephritis sein, wo dann Leukozyten im Harn sind, vielleicht sogar auch Blut oder etwas eben auch drin, Nitrit, alkalischer Urin. Also von daher, das gehört in die Differentialdiagnose, können wir eindeutig bejahen. Und Fieber und Nackensteife sind typisch für eine Meningitis. Auch das können wir bejahen. Die Frage finde ich persönlich sehr gut zu machen. Also hier haben wir die Lösung, was war das jetzt, 2, 3, 4, 5. Wir sind bei C. Und es gibt aber wieder so diese Option E, alle Aussagen sind falsch. Finde ich dann auch ein bisschen komisch deplatziert, wenn 4 Aussagen richtig sind, anzubieten, dass alle falsch sein könnten. Ein bisschen komisch, ein bisschen lieblos. Gebt euch mal da ein bisschen mehr Mühe. So, nehmen wir also hier die Cäsar. Dann geht es weiter zur Differentialdiagnose der Heiserkeit zählen. Eine Laryngitis, die Überbeanspruchung der Stimme, etwa durch falsches Singen oder zu viel Sprechen singen, eine psychogene Ursache, ein Kehlkopfkarzinom oder Stimmlippenpolypen, ne, die sogenannten Sängerknötchen. Ne? Ja, oder es könnte sein, dass jemand deutlich als Muttersprache, ich tippe eher auf KI bei manchen Sachen, ChatGPT und alles Mögliche. Der Untergang der Kreativität. Ja, also machen wir es doch kurz. Alle, ja, machen wir es einfach kurz. Da sind natürlich alle Dinge hier differentialdiagnostisch eben ja, in Betracht zu ziehen. Machen wir das ganz kurz. Gucken wir mal lieber nach ein bisschen interessanteren Fragen. Und, ach, wo ist mein Cursor? So, hier ist der Cursor. Und wir kommen zur Frage 45. Eine Einfachauswahl, es geht um eine richtige Aussage. Und zwar, welche Aussage über das Calcitonin ist richtig? A, das Calcitonin wird in der Nebenschilddrüse gebildet. B, der Antagonist des Calcitonins ist das Adrenalin. C, Calcitonin senkt den Blutkalziumspiegel im Blut. D, Calcitonin steigert die Aktivität der Osteoklasten. Und E, Calcitonin ist kein Hormon, sondern ein Enzym. So, die Antwort dürfte nicht besonders schwer gefallen sein. Was für wer seine mündliche Prüfung noch vor sich hat, wichtig ist, dass ihr den Calciumstoffwechsel gut beschreiben können solltet. Calcitonin wird in den C-Zellen der Schilddrüse gebildet. Deshalb schreibt man es meistens auch mit C und nicht mit K. Und das sind die parafollikulären Zellen. Tatsächlich wird es aber auch ein ganz klein bisschen im Thymus und in der Nebenschilddrüse gebildet. Deshalb ein bisschen moppern kann man ja mit der A. Ne? Ein ganz klein bisschen wird sogar dort auch gebildet. Aber
vernachlässigen wir mal. Ja? Und Calcitonin ist der Gegenspieler des Parathormons. Das Parathormon, das kommt aus den Nebenschilddrüsen. Die meisten Leute haben 4 Nebenschilddrüsen, man kann aber auch noch viel mehr haben. Und das Parathormon soll den Blutkalziumspiegel erhöhen und Calcitonin soll ihn senken. Wie erhöht das Parathormon den Blutkalziumspiegel? Dafür stehen hauptsächlich 3 Mechanismen zur Verfügung. Erstens mal haben wir einen riesengroßen Speicher im Knochen. Also können wir auch Knochen abbauen, also Osteoklasten aktivieren. Dann können wir das Kalzium aus dem Blut holen und ins Blut bringen, aus dem Knochen holen und ins Blut bringen. Zweitens mal führt das Parathormon dazu, dass wir aus dem Primären an der Niere Kalzium wieder rückresorbieren. Dann geht es nicht ins Klo und Phosphat ausscheiden. Und drittens mal hat Parathormon einen Einfluss auf die Aktivierung von Vitamin D3 in der Niere. Und das können wir dann nutzen, weil wir dadurch im Darm mehr Kalzium resorbieren. Und Calcitonin hat die gegensätzliche Wirkung. Das heißt also, es steigert nicht die Aktivität der Osteoklasten, ganz im Gegenteil. Die richtige Lösung ist hier natürlich C. Mit dem Adrenalin hat es überhaupt nichts zu tun und ist eindeutig ein Hormon. Ein Enzym ist ja ein Katalysator, das ist kein Enzym. Das ist ein Hormon. Wir nehmen hier die Lösung C. Weiter geht es. Da habe ich mich fast drüber gefreut, weil das wird mal Zeit. Wir haben es noch nicht in den mündlichen Prüfungen gehabt und Deutschland war ja so Hotspot von den Mpox, also von den Monkeypox, von den Affenpocken. Es ist aufgenommen worden, die Orthopocken sind aufgenommen worden in den Paragraph 6. Das heißt, bei Verdachterkrankung tot meldepflichtig. Und da finde ich, da könnten Sie das auch mal ein bisschen in den Prüfungen fragen. Wer übrigens da mal schöne Bilder dazu sehen will, der geht mal auf die Seite des RKI. Die haben da eine schöne Bildersammlung mit dazu. Schauen wir mal. Und da vielleicht auch nochmal Kompliment, wir waren wirklich Hotspot und das ist gut eingedämmt worden, so dass es an den meisten fast unbemerkt vorbeigegangen ist. Die Zahlen sind dann wieder runtergegangen. Wir schauen mal, Erreger der Mpox-Erkrankung sind Orthopockenviren. Ja, genau, das steht auch in Paragraph 6 drin, dass die Erkrankungen über Orthopocken gemeldet werden müssen. Ja. Zweitens, typische Krankheitszeichen sind Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellung, Abgeschlagenheit und Hautveränderung. Ja, da gibt es relativ viele Hautveränderungen. Das seht ihr hier auch an dieser Hand, können wir also auch erstmal nehmen. Ja? In der Regel beträgt die Inkubationszeit bis zu 21 Tagen. Das sind Viren und Viren haben mal so grob gesagt meistens eine Inkubationszeit irgendwo zwischen 1 und 3 Wochen. Und da liegen auch die Mpox, also die Orthopocken. Mpox können nur beim Sexualverkehr übertragen werden. Nein, das können sie auch, aber natürlich können die eben auch über diese Läsionen, über den Speichel und so weiter gegeben werden. Und es besteht keine Meldepflicht, doch, sind in Paragraph 6 gelistet und wir haben nach Paragraph 8 hier Meldepflicht. Dementsprechend haben wir hier 1, 2 und 3 und die Lösung Cäsar. Gucken wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, Überraschung, da ist mal wieder die Schilddrüse mit drin. Hatten wir die nicht auch schon so ein bisschen, so mit Kopf und allem Möglichen? Naja, aber sie haben ein bisschen was zusammengemischt. Welche Aussagen sind richtig? Der Normalwert des INR liegt bei 2,0. Ja? Zweitens, je niedriger der INR unter einer Behandlung mit einem die Blutgerinnung herabsetzenden Arzneimittel ist, umso ausgeprägter ist die Gerinnungshemmung. Drittens, das TSH dient zur Diagnostik von Funktionsstörungen der Schilddrüse. Ein erniedrigter TSH-Wert lenkt den Verdacht auf eine Hyperthyreose. Und Medikamente können einen Einfluss auf die TSH-Konzentration haben. Fangen wir doch mal mit den einfachen Geschichten an. 5. Wäre ja unlogisch, wenn das nicht stimmen würde. Warum sollten Medikamente nicht irgendwie eine Hormonkonzentration beeinflussen können? Ja, da steht ein Können. Nehmen wir sofort rein.
Ja, so. Jetzt ist da vielleicht jemand nicht so ganz sicher mit diesen Werten. Also würde ich mal gucken, was ist das zweitleichteste? Also drei müsste man wissen. Ja, TSH ist ja das Hormon, was von der Hypophyse, vom Hypophysenvorderlappen ausgeschüttet wird. Vorhin habe ich das schon erwähnt, was die Schilddrüse antreibt, was sie anpeitscht, T3, T4 zu bilden. Also von daher drei und fünf sind ja schon mal richtig. Und dann seht ihr, da haben sie es wieder ganz leicht mit dem Auswahlverfahren gemacht. Man landet automatisch bei 3, 4, 5. Wir wollen aber natürlich erörtern, was an 1 und 2 falsch ist. Der INR, das ist der International Normalized Ratio, das ist ein international normierter Wert für die Beurteilung des extrinsischen Systems der Gerinnung. Es gibt ja den Quick-Test, der aber nicht normiert ist und für den gibt es immer eine Umrechnungsformel. So, dass man das auch nicht nur national auch besser, sondern auch international vergleichen kann. Und da hat man den INR sinnigerweise mit dem Mittelwert auf 1 gesetzt und nicht 2, natürlich, ne, mit Range nach oben und nach unten. Das heißt also, deshalb ist die 1 schon mal falsch. Und der INR, und wer noch Prüfung vor sich hat, sollte sich die folgende Formulierung von mir jetzt gut merken, verhält sich umgekehrt proportional zum Quick. Das heißt, wenn der Quickwert absinkt, ja, der Quickwert ist normal 70 bis 120%, wenn der Quickwert zum Beispiel auf 40% ist, das kommt vor bei markomarisierten Patienten, dann hat man eine verstärkte Blutungsneigung. Dann würde aber der INR in diesem Fall hochgehen, ja, was weiß ich, der ist dann auf 2,5 oder sowas. Und wenn der Quick hochgeht, spricht das für eine erhöhte Thrombosegefahr, dann geht der INR eben runter. Ja? Und hier steht eben, wird behauptet, dass wenn der INR niedrig wäre, die Gerinnungshemmung ausgeprägt wäre. Nein, wenn der INR hochgeht, ja? Also es ist ein Unterschied, ob der 2 oder 3 hat. Es gibt dann immer so Zielbereiche, wo die Leute, was weiß ich, mit Phlebothrombose so hingehen sollten, 2,5 oder vielleicht sogar 3. Deshalb sind 1 und 2 falsch. Und wir müssen natürlich noch mal kurz 4 ansprechen. Ein erniedrigter TSH-Wert lenkt den Verdacht auf eine Hypertyreose. Das stimmt natürlich, weil wenn die Schilddrüse primär überproduziert, gibt es das Feedback hoch an den Hypothalamus. Die spinnt da unten rum, die ist da überaktiv, die ist hysterisch. Und dann sagt der Hypothalamus, du pack mal bitte die Peitsche ein, bitte das TSH supprimieren. Die muss nicht noch weiter antreiben. Ne? Das reicht wirklich schon aus. Wir haben also hier Lösung, mal was ganz Ungewöhnliches, Bertha, nämlich hier die 2, 3, 4 und 5. Kommen wir zur, Quatsch, war das jetzt Bertha? Ja doch, Bertha. Dann kommen wir zur Frage 48. Eine Patientin kommt heute in ihre Praxis und beklagt zunehmende Schmerzen im rechten Bein. Aber sie schreit nicht. Auf Nachfrage sagt sie, die letzten Tage vorwiegend gelegen zu haben, weil sie starke Schmerzen des Rückens gehabt habe. Bei der klinischen Untersuchung stellen sie eine Umfangsvermehrung des rechten Beins und eine Verfärbung fest. Sie vermuten eine tiefe Beinvenenthrombose. Welche Aussagen zur Beinvenenthrombose sind richtig? Ursächlich für die Entstehung von Thrombosen der Beine ist die Virchow-Trias. Zur Virchow-Trias gehört die vermehrte Aktivität des Akutphase-Proteins. Drittens, Sie erklären der Patientin die Diagnose und bitten sie umgehend mit dem vor der Praxis haltenden öffentlichen Omnibus, das Wort habe ich ewig nicht mehr gehört, in das städtische Krankenhaus zu fahren. Stammt Omnibus vielleicht von der KI? Viertens, bei der Erkennung einer Phlebothrombose besteht die Schwierigkeit darin, dass die Krankheitszeichen insbesondere zu Beginn oft kaum oder gar nicht ausgebildet sind. Und eine Phlebothrombose kann auf eine Tumorerkrankung hinweisen. Also beginnen wir noch mal erst mit der Virchow-Trias. Die Virchow-Trias beschreibt eben die Risikofaktoren, die zu so einer Thrombenentstehung eben mit beitragen. Und das sind erstmal Gefäßwandschäden, so eigentlich der größte Risikofaktor. Das ist die Veränderung des Blutflusses, also dass das Blut nicht mehr so gut fließt und wenn dann Stauungen entstehen, leichter Thromben sich bilden
und dann noch die veränderte Blutzusammensetzung in dem Sinne, dass die Blutviskosität ansteigt. Ne? Der Patient würde sagen, ich habe dickes Blut. Ja? Also zum Beispiel wegen der Polyglobulie oder Thrombozytose oder angeborenen Gerinnungsstörungen etc. pp. Ja? So, das heißt also, wir nehmen die 1. Die Virchow-Trias, die muss man auf jeden Fall kennen. Die sollte man auch in der mündlichen Prüfung gut beschreiben können mit Beispielen. Nehmen wir auf jeden Fall die 2 Akutphase-Proteins. Außerdem reden Sie ja auch noch im Singular. Das sind mehrere Akutphase-Proteine. Kurz, was sind Akutphase-Proteine? Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwo eine Gewebsschädigung. Ja, sei das eine Entzündung oder sei das ja auch ein Infarkt, eine Nekrose. Dann werden Botenstoffe zur Leber geschickt, zum Beispiel das Interleukin 6. Und das sagt dann zur Leber, du produzier doch mal Akutphase-Proteine. Das wahrscheinlich bekannteste Akutphase-Protein ist CRP, das C-reaktive Protein, weil das ganz gut so korreliert mit dem Ausmaß der Entzündung. Es gibt aber auch andere. Wir hatten vorhin das Ferritin, das ist auch ein zum Beispiel, oder mehrere Gerinnungsfaktoren gehören auch dazu. Also könnte man hier auch mal den Plural benutzen. Trotzdem ist Aussage 2 falsch. Dann drittens, also die Frau werde ich jetzt nicht mit dem Omnibus oder mit irgendwelchen anderen Sachen, mit der Tram oder so ins städtische Krankenhaus bitten zu fahren, sondern da brauchen wir einen Rettungswagen. Und damit ist die 3 auch falsch. Und dann hätten wir noch die 4. Bei der Erkennung einer Phlebothrombose besteht die Schwierigkeit darin, dass die Krankheitszeichen häufig nicht richtig ausgeprägt sind. Ja, es kann auch sein, dass das ganz wischiwaschi ist. Man denkt immer so an Umfangdifferenz, Glanzhaut, Schweregefühl im Bein, ja, dass es warm ist. Das muss nicht sein. Ja. Das ist zum Beispiel so eine der gefürchteten Komplikationen ist ja die Lungenembolie. Und bei der Hälfte der Patienten, die eine Lungenembolie erleiden müssen, ist anamnestisch gar keine Phlebothrombose bekannt. Ja? Deshalb darf man nicht nur danach gehen, ob das wirklich so ausgeprägt ist. Es gibt ja dann nochmal diese Zeichen, Meyer-Payer-Hohmann, um diesen Verdacht vielleicht ein bisschen zu erhärten. Also Payer-Zeichen, dass man in die mediale Fußsohle reindrückt und das einen Schmerz verursacht. Dann gibt es die Meyerschen Druckpunkte, so an Wadenmuskulatur, Tibiakante, würde ich nicht unbedingt machen, jemand da in der Wade hier rumdrücken. Und noch das Hohmann-Zeichen, also 10 hochnehmen, könnte man mal so ein bisschen gucken. Aber bei Verdacht sollte es abgeklärt werden. Da sollte sonografisch geschaut werden und es sollten die Dedimere, also Spaltprodukte vom Fibrin, eben bestimmt werden, ob da vielleicht eine Thrombose ist. Das heißt also, Aussage 4 ist richtig. Ne? Das ist eben eine große Problematik, dass man es nicht immer klar sieht. Und gerade Tumorerkrankungen sind ein großer Risikofaktor für die Entwicklung von Phlebothrombosen aus mehreren Gründen. Erstens mal kommt es im Rahmen von vielen Tumorerkrankungen zu einer Veränderung der Blutzusammensetzung und zu einer verstärkten Gerinnung. Wir hatten da schon zweimal Prüfungsfragen, wo das bezüglich des Pankreaskarzinoms gefragt worden ist, ob dieses eben eine erhöhte Thrombosegefahr mit sich zieht. Ja, macht es. Zweitens mal kann es ja sein, dass man zum Beispiel Lymphknotenmetastasen hat. Drittens mal kann es sein, dass ein Tumor irgendwo auf die Gefäße draufdrückt und dass deshalb Stauung entsteht. Also es sind viele Faktoren, die ganz einfach eben hier auch eine Rolle spielen. Annette, du warst schon fleißig, schon 2 Videos online. Gut, also wir nehmen von dir her wieder die Lieblingsantwort in dieser Prüfung, nämlich die Lösung E. Eine 35-jährige Frau kommt zu Ihnen in die Praxis und berichtet, dass sie in letzter Zeit rasch erschöpft sei. Sie habe dauernd Hunger und esse sehr viel, habe aber dennoch fast 10 Kilo abgenommen. Sie leide an Hitzewallungen, Schweißausbrüchen und Herzklopfen. Weiterhin beklagt sie eine innere Unruhe und Nervosität. Sie schlafe auch sehr schlecht. Ich glaube, wir haben es an mich kapiert, dass sie eine Überfunktion der Schilddrüse hat. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Sie veranlassen die Bestimmung der Schilddrüsenwerte, freies T3, freies T4 und TSH. Also die meisten Schilddrüsenhormone, 99%, sind ja an Eiweiße gebunden, nur 1% ist frei.
Und hier werden eben die Freien bestimmt, was durchaus Sinn macht. Wenn FT3 und oder FT4 erhöht sind und das TSH erniedrigt, handelt es sich um eine Hyperthyreose. Auf den Gedanken sind wir, glaube ich, alle schon gekommen. Drittens, die Überfunktion der Schilddrüse kann mit einem Kropf einhergehen, muss es aber nicht. Ganz ähnliche Frage wie in dieser Kropffrage, die wir da schon hatten. Ja, richtig. Bei einem Morbus Basedow besteht neben der Überfunktion der Schilddrüse häufig eine sogenannte endokrine Orbitopathie. Richtig. Das wird über den Exophthalmus produzierenden Faktor hervorgerufen, dass sich in der Orbita und den Augenmuskeln eben solche Glykosaminglykane ablagern und das dann zu einer Ödembildung führt, was den Augapfel so rausdrückt, sodass ein Exophthalmus eben entsteht, ein eigenes Krankheitsbild. Und fünftens, bei einer Überfunktion der Schilddrüse besteht kein Behandlungsverbot für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Auch das ist korrekt, das sind alle richtig. Was mich hier jetzt an mich ein bisschen stört in dieser Prüfung ist, dass etliche Themen mehrfach drankommen. Ja, also wir hatten jetzt in mehreren Fragen die Schilddrüse. Wir hatten eine Frage mit dem Kropf, wir hatten gerade die Frage mit dem TSH und dem INR. Und jetzt geben Sie uns noch ein Fallbeispiel dazu. Wir haben die Malaria mehrfach, die Syphilis haben wir mehrfach. Also es sind ja einige Sachen, wo ich so denke, so ein bisschen lieblos. Wie gesagt, liest einer ein Buch, auf der linken Seite steht der Text, auf der rechten der. Und da machen wir jetzt Fragen raus. Wir haben lauter Sachen, die sich aufs Patientenrechtegesetz eben beziehen und finde ich ein bisschen lieblos, ehrlich gesagt, gemacht. Ja, also wir haben bislang keine einzige Psychofrage zum Beispiel drin gehabt und die Variabilität der Themenauswahl finde ich so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja? Gut, dann schauen wir also in diesem Fall wäre hier Überraschung mal wieder die Lösung E-Mail richtig, die sowieso hier eine Lieblingsantwort ist. Kommen wir zu einer Einfachauswahl. Und jetzt, ich habe es diesmal nicht rot markiert, steht da aber wieder, welche Aussagen zu Schmerzen und Schmerzbehandlungen ist falsch. Es geht um eine Antwort, um eine falsche Antwort. Schauen wir doch ganz einfach mal dahin. Es existiert ein Stufenschema zur Schmerztherapie von der WHO, bei dem jeder Stufe genau zugeordnet ist, welche Arzneimittel zu verordnen sind, mal wieder das Wort verordnen, um die bestehenden Schmerzen zu lindern, zu beheben. B. Bei der Neuraltherapie dürfen Procain und Lidocain in einer Konzentration bis maximal 3% verwendet werden. C. Beim Schröpfen unterscheidet man das trockene und das blutige Schröpfen. Die schmerzlindernde Wirkung besitzen die Weidenrinde und die Teufelskralle. Und E, die Messung der Schmerzintensität erfolgt mit Hilfe einer numerischen Skala von 0 bis 10. Ich glaube, die ist jetzt nicht allzu schwer. Also Schmerzskala, das macht man gerne, um das zu objektivieren und auch den Verlauf einfach besser nachvollziehen zu können. Das ist zum Beispiel gar nicht mal so selten. Ein Patient kommt und sagt, oh, ich habe fürchterliche Schmerzen. Ja, wie stark sind die? 7, 8. Und dann kommt er, ihr helft dem Patienten und dann kommt er nach 3 Monaten wieder und sagt, ich habe wieder so Schmerzen. Man fragt dann nun, wie stark sind sie denn? Ja, 5, 6. Und dann merkt man, okay, vor 3 Monaten waren sie wesentlich schlimmer als jetzt. Dann zum Beispiel Haproxytum, Teufelskralle, tolles Rheumamittel, gerade so bei so Schmerzen, wenn es so feucht-kalt ist, Weidenrinde. Ne, das ist so der Ursprung, letztendlich auch der Acetylsalicylsäure, schmerzlindernde Wirkung. Mhm. Es gibt das trockene Schröpfen, das blutige Schröpfen. Beim blutigen Schröpfen, da müsste man dann Gläser sterilisieren oder einmal Gläser auch benutzen. Und dann hätten wir noch A und B. Vielleicht weiß das jemand, kennt vielleicht jemand das Stufenschema der WHO nicht für die Schmerztherapie. Aber wenn wir irgendwelche Erkrankungen in Stadien haben, dann gibt es immer irgendwelche Stufenschemata für die Verwendung der Medikamente, auf denen dann die dann auch in den Leitlinien aufgeführt sind. Also von daher ist die A auch eine richtige Antwort. Und da ist doch schon wieder dieses Procain. Und wir hatten vorhin 2% in der einen Frage drin. Vorhin wurde auch gefragt hier im Chat, ob
ob es nicht so wäre, dass wir nur 1%iges verwenden dürften. Nee, wir dürfen 2%iges. Das heißt also 3% ist zu hoch. Und daher landen wir hier bei der falschen Antwort Bertha, die anzukreuzen wäre. Ich muss sagen, wir haben hier sehr stabile Teilnehmerzahlen. Ihr haltet gut durch. Es kommt wieder ein Fallbeispiel. Finde ich ja persönlich schön. Eine 61-jährige Patientin sucht ihre Praxis wegen immer wieder bestehenden Bauchbeschwerden auf. Sie lehnt jedwede ärztliche Diagnostik ab und möchte von ihnen behandelt werden. Durch eine ballaststoffreiche Ernährung hat sich eine leichte Verbesserung eingestellt. Am heutigen Tag stellt sie sich wegen starker Schmerzen im linken Unterbauch vor. Sie finden bei ihrer Untersuchung einen Blutdruck von 130 zu 75 mm Hg, eine Herzfrequenz von 112 pro Minute, ist auch regelmäßig, Temperatur 37,5, axillär, ne, geht also Richtung subfebril, Druckschmerz im linken Unterbauch mit geringer Abwehrspannung und auf der Untersuchungsliege liegend werden die Beine im Hüft- und Kniegelenk gebeugt. Welche der nachgenannten Differentialdiagnosen passt nicht zu den oben genannten Befunden? Und jetzt bin ich mal gespannt, vor allem bei denjenigen, die diese Prüfung noch nicht kennen. Da hätte ich gerne mal gleich Feedback bei euch, weil ich finde diese Frage also ein bisschen diskutabel. Gucken wir mal. Bösartige Gewebeneubildung des Darms, akute Divertikulitis, akute perforierte Divertikulitis, Appendizitis und Bandscheibenvorfall. Wenn ich so eine Patientin hätte, wäre mein erster Gedanke, die hat eine Divertikulitis. Ja? Also wenn die immer wieder da Bauchbeschwerden hat, ballaststoffreiche Ernährung, die den Stuhl auflockert, das macht das besser, ne? Jo, das passt ganz gut. Und jetzt starke Schmerzen, linker Unterbauch, ja, leichte Abwehrspannung, Temperatur geht ein bisschen hoch. Da würde ich sofort denken, oh, die hat eine Divertikulitis. Ja. Von daher, die B ist drin, akute, perforierte. Sie hat starke Schmerzen, könnte also sein. Könnte zum Beispiel sein, B und C sind auf jeden Fall drin. Ja, auf jeden Fall. Dann bösartige Gewebeneubildung des Darms. Oh, ich meine, wenn sie da Schmerzen im linken Unterbauch hat und so etwas, es könnte ja sein, dass da jetzt ein Entzündungsprozess ist, dass da irgendwas perforiert ist oder so etwas, müsste man differenzialdiagnostisch, müsste man das auch mit reinnehmen. Ja? So, und jetzt hätten wir noch die Appendizitis und den Bandscheibenvorfall. Also eine Appendizitis kann natürlich eben auch mal woanders hinstrahlen, wäre jetzt nicht meine erste Wahl bei diesen Schmerzen immer im linken Unterbauch und dort auch eine geringe Abwehrspannung, würde ich aber auch in Betracht ziehen, aber wäre jetzt in der Überlegung ein bisschen weiter hinten, aber so hundertprozentig, also wenn man schon die Appendizitis mit reinnimmt, ne, so hundertprozentig den Bandscheibenvorfall auszuschließen, würde ich mir jetzt in der Praxis auch nicht trauen, ehrlich gesagt. Ja? Also es ist klar, Sie wollen ja auf den Bandscheibenvorfall hinaus, aber natürlich könnte jetzt auch ein Bandscheibenvorfall zu Irritationen im Bauchbereich eben auch führen. Ja? Das kann schon mal auch sein. Da würde jetzt die Temperatur nicht so passen, aber so hoch ist die auch wieder nicht. Also ich finde diese Frage nicht schön. Die gefällt mir nicht. Die wollen hier auf den Bandscheibenvorfall hinaus, aber mir persönlich gefällt sie nicht. Könnt ihr gerne mal Feedback geben, wie ihr die hier findet. Ne? Weil also grundsätzlich würde ich erstmal auf eine Appendizitis, Divertikulitis gehen, aber differenzialdiagnostisch. Gefällt mir nicht. Wir nehmen aber die E, das heißt also die Lieblingsantwort derjenigen, die die Prüfung konzipiert haben oder von der KI. So, Frage 52. Als Heilpraktiker dürfen Sie auch invasive Maßnahmen vornehmen, insbesondere subkutane, intramuskuläre und intravenöse Spritzen und Infusionen verabreichen. Welche Aussagen zur invasiven Behandlung sind falsch? Wir müssen uns also nochmal konzentrieren. Wir brauchen zwei falsche Antworten.
Bei der subkutanen Injektion kann es nie zu einer anaphylaktischen Reaktion kommen. Nie gibt es nicht. Warum sollte es da nicht dazu kommen können? Damit haben wir schon mal die erste falsche Antwort gefunden. A wird angekreuzt. B, die ventrokluteale Injektion nach von Hochstetter bezeichnet eine Injektionstechnik zur intramuskulären Injektion. Ganz genau. Früher hat man das ja hinten am allerwertesten so gemacht, dass man den Popo in 4 Quadranten eingeteilt hat, den oberen, äußeren genommen hat. Das heute darf das nicht mehr gemacht werden, wegen der Gefahr, dass man den Ischias irgendwie hier eben auch verletzen könnte. Meistens wird den Ärzten auch empfohlen, inzwischen in den Delta-Muskel zu gehen. Aber die Ventrokluteal-Methode nach von Hochstetter, die man auch für die mündliche Prüfung beherrschen sollte, muss man häufiger mal zeigen, die wird hier eben angewendet. Das heißt also, man sucht sich mit dem Zeigefinger der gegenüberliegenden Seite des Patienten, also wenn ich jetzt zum Beispiel an seine linke Seite gehe, dann nehme ich meine rechte Hand, die Sias, also die Spinal Iliaca Anterior Superior, vorderen oberen Darmbeinstachel, spreizt den Mittelfinger und sucht sich die Crista Iliaca, Beckenkamm, und dann dreht man die Hand, also der Zeigefinger bleibt fest, ne? So, das ist mein Dreh- und Angelpunkt, und dreht die Hand, bis der Handballen auf dem Trochanter major ist, und dann hat man da zwischen Zeigefinger und Mittelfinger eben so ein Dreieck, wo man injizieren könnte. Das ist von Hochstetter, diese Aussage ist dementsprechend richtig, darf nicht angekreuzt werden. Und dann ein Autoinjektor, zum Beispiel zur Notfallbehandlung bei Komplikationen der Neuraltherapie, sollte in der Regel in den Oberschenkel gespritzt werden. Jetzt kommen die das zweite Mal hier schon auf das Epinephrin hier zu sprechen und ein Autoinjektor zur Notfallbehandlung, nicht die Suprarenin-Ampullen, die wir da irgendwie vorhin hatten, die würde man eben in den Oberschenkel zum Beispiel eben reinspritzen. Da ist die Gefahr dann am geringsten, weil Epinephrin, Adrenalin kann immer Gefäß- und Gewebsschäden machen. Brauchen wir also immer noch eine falsche Antwort. Und zur Auswahl haben wir noch D. Bei einer intravenösen Injektion ist das Aspirieren nur erforderlich, wenn ölige Substanzen verabreicht werden. Oder E. Bei einer Blutentnahme kann es zu einer Ohnmacht kommen. Und jetzt wird es ja auch einfach. Natürlich kann es zu einer Ohnmacht kommen. E ist somit eine richtige Antwort, die nicht angekreuzt werden darf. Und ich muss intravenös, natürlich muss ich immer aspirieren. Ich muss doch erstmal gucken, bin ich in der Vene drin oder nicht. Man könnte ja auch mal paragestochen haben oder durchgestochen haben. Also man muss immer dann aspirieren. Von daher, DORA ist die zweite falsche Antwort. Wir sind hier bei Anton und DORA. Ich finde, da muss man sich unheimlich konzentrieren, wenn man immer die falschen Antworten raussuchen muss. Wir kommen allmählich so Richtung Finale. Und es geht das dritte Mal um eine Kinderkrankheit. Wir hatten schon die Masern, die Röteln. Ach, stimmt. Masern, Röteln hatten wir bislang. Machen wir noch die dritte. Aber dieses Mal als zweite Manifestation, dann meistens im bisschen höheren Alter, obwohl es gibt auch Leute mit 35, die es kriegen. Und zwar die Gürtelrose. Welche Aussagen zur Gürtelrose Herpes Zoster sind richtig? Eine Gürtelrose und Windpocken werden vom gleichen Virus verursacht. Ja, das ist korrekt. Das ist Varicella Zoster Virus. Durch den Inhalt der Bläschen des Hautausschlages der Gürtelrose kann man sich infizieren. Auch das ist eine richtige Antwort. Die Windpocken sind richtig ansteckend, also die erste Erkrankung. Deshalb nennt man sie auch Windpocken, ne? Weil die so vom Winde verweht werden. Du kannst ein paar Meter wegstehen und kriegst sie trotzdem. Der Zoster ist nicht so ansteckend wie die Windpocken, aber man muss unbedingt vermeiden, mit dem Bläschen-Inhalt in Kontakt zu kommen. Also auch richtig. Bei Gürtelrose besteht eine Meldepflicht gemäß Paragraph 6. Nee. Da ist denen vor ein paar Jahren ein Fehler unterlaufen. Ich glaube, es war 2013. Da sind, bis 2013 waren Windpocken-Herpes Zoster
Varicella zoster überhaupt nicht im Paragraph 6 gelistet, sondern nur im 34er. Und dann haben die das damals vorgezogen in den 6er und da stand dann aber Varicella zoster. Und dann kam da ganz, ganz viel Verwirrung auf. Moment, wie Varicella zoster? Wie sieht es denn jetzt mit dem Herpes zoster auf? Und da gab es auch eine Anfrage von der Heilpraktikerschaft ans Bundesgesundheitsministerium, die dann ganz verwirrt waren und gesagt haben, oh, da müssen wir mal Windpocken hinschreiben. Und das hat Jahre gedauert. Wann waren das? Vor 2 Jahren oder so haben die dann erst daraus wieder Windpocken gemacht, so dass da nicht mehr irgendwelche Verwechslungsgefahren bestehen. Aber es ist eben so, dass die Gürtelrose hier nicht drin steht. Steht Windpocken drin. Viertens, bei einer akuten Gürtelrose-Erkrankung besteht ein Behandlungsverbot nach Paragraph 24. Ich bin so dankbar für diese Aussage. Wisst ihr warum? Weil dadurch, dass die da jahrelang eben hin und her geeiert haben, ist da auch eine große Unsicherheit von rechtlicher Seite aufgetreten. Und es gab auch mehrere anwaltliche Aussagen, die mir zugetragen worden sind, wo es mal hieß, du darfst nicht, du darfst doch. Ja, jetzt haben wir hier mal eine eindeutige Aussage, dass sie ganz einfach die akute Gürtelrosenerkrankung als Behandlungsverbot hier eben deklarieren. Deshalb, dann ist das mal eindeutig. Dürfen wir also nicht. Fünftens, nach Abheilung der Effloreszenzen kann es zu einer sehr schmerzhaften Phase kommen, die Monate und länger anhalten kann. Ja, das ist die gefürchtete Post-Zoster-Neuralgie. Eine ganz, 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 ganz fiese Geschichte, die auch über Schmerzmittel, das sind neurogene Schmerzen, nicht gut in den Griff zu bekommen ist. Hier auf dem Bild übrigens das, was ich vorhin angesprochen habe, ein Zoster ophthalmicus, weil wir hatten ja schon mal den Zoster in einer anderen Prüfungsfrage. Wir nehmen also die Lieblingslösung dieser Prüfung, Lösung Emil. Wir kommen zu einer Frage, welche Aussagen zu Infiltrationen, zum Beispiel bei einer Pneumonie und zu einem Pneumothorax, sind richtig? Wählen Sie 2 Antworten. Bei einer Infiltration kann sich bei der Perkussion eine unterschiedlich stark ausgeprägte Dämpfung finden. Da muss man sich vorstellen, jemand hat Infiltrationen, die sind ja vielleicht auch nicht gleichmäßig und von daher kann natürlich der Untersuchungsbefund an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich ausfallen, ne? Weil das ist, muss ja nicht überall gleich sein. Die A hört sich schon mal gut an. Bei einer Infiltration ist die Bronchophonie verstärkt. Da muss man wissen, was eine Bronchophonie ist. Manchmal können vielleicht Kinder oder Frauen nicht so richtig einen Stimmfremitus ausführen. Stimmfremitus ist ja, wie gesagt, mit tiefer Stimme 99 sagen. Und dann sagt vielleicht eine Frau, ich kann nicht so runter mit der Stimme gehen. Dann sagt man, okay, dann machen wir eine Bronchophonie. In diesem Fall würde ich ein Stethoskop benötigen und dann darf sie mit zarter Stimme 66 hauchen. Ja? Und dann achtet man da eben auch drauf und die Bronchophonie, die verhält sich aber ganz genauso wie der Stimmfremitus. Wenn Infiltrat ist, dann verstärkt sich das. Von daher haben wir schon 2 richtige Antworten. Aber bei dieser Prüfung würde ich mal empfehlen, dann doch mal noch den Gegencheck zu machen. Ob die 3 anderen auch wirklich falsch sind. C, bei einer Infiltration ist der Stimmfremitus vermindert. Nein, der ist verstärkt. Bei einer Ansammlung von Luft im Pleuraraum, Pneumothorax, seht ihr übrigens links auf dem Bild, das ist ein Pneumothorax, ist die Bronchophonie verstärkt. Könnt ihr erkennen, wie viel Luft da drin ist? Da ist super viel Luft drin. Da kann weder ein Stimmfremitus noch eine Bronchophonie verstärkt sein. Luft schwächt das Ganze ab. Und ebenso ist dadurch die Aussage E falsch, dass bei einem Pneumothorax der Stimmfremitus verstärkt wäre. Nein, der ist abgeschwächt oder in der Regel überhaupt nicht mehr da. Wir nehmen also Anton und Bertha und gucken dann mal, was die letzten Fragen auf Lager haben. Bislang, bis auf den, ich überlege gerade, wir hatten die Coccitis hatten wir drin. Ne? Coccitis hatten wir drin und den, hatten wir sonst irgendwas? Bewegungsapparat? Nee, ne?
Nee, glaube ich nicht. Aber jetzt geht es mal ein bisschen um Anatomie. Und zwar bei einem Oberarmknochen, wenn ich weiß, dass das Humerus heißt. Arthrose war noch drin, danke, danke. Ne? Finden sich die nachgenannten anatomischen Strukturen. Epiphyse, Diaphyse, Periost, Substantia corticalis, Substantia spongiosa. Machen wir es mal kurz. Ja. Und zwar sind alle Aussagen richtig. Und jetzt darf man sich nur nicht verkreuzen. Bei D, da steht nämlich, alle Aussagen sind richtig. Und E steht, alle Aussagen sind falsch. Das ist ein typischer Röhrenknochen. Und die sind immer so aufgebaut. Also eine absolute Basic-Frage. Wir kommen in die letzten fünf. Und da fragen Sie uns doch noch mal ein bisschen nach falschen Dingen. Dieses Mal geht es um Reflexe. Reflexe kommen ja super häufig auch in der schriftlichen Prüfung vor, in der mündlichen auch. Da muss man das ganz, ganz häufig beschreiben, wie Reflexe verschaltet sind. Also schauen wir mal. Wir brauchen zwei falsche Antworten. A. Man unterscheidet Eigen- und Fremdreflexe. Das muss ich jetzt nicht zurückstellen. Ich glaube, das weiß jeder, Eigen- und Fremdreflexe, dass sie unterschieden werden. Zweitens, der Bauchhautreflex gehört zu den Eigenreflexen. C, bei einer Pyramidenbandstörung, wie etwa bei einer multiplen Sklerose, ist der Babinski-Reflex positiv. Dora, bei einem Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule können der Patellasienreflex und oder der Achillessehnenreflex abgeschwächt sein oder ausfallen. Und E, bei einem Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule sind der Bizepssehnenreflex und der Trizepssehnenreflex grundsätzlich erhalten. Ich glaube, man merkt es den Fragen schon allein an der Formulierung an. Kurz zur Unterscheidung. Ein Eigenreflex ist ein monosynaptischer Reflex. Ich reize eine Sehne gehört zum Muskel, zum Beispiel die Patellarsehne, und dann wird dieser Reiz aufgenommen, wird zum Rückenmark transportiert. Im Falle des Patellasienreflex wäre dann die Verschaltung im Segment L3, L4. Und dann kommt das Ganze über das Hinterhorn rein und im Vorderhorn muss es ganz einfach auf eine motorische Bahn umgeschaltet werden. Also auf der einen Bahn empfindet ihr, ja, da wird also der Reiz zum Rückenmark geleitet und die zweite Bahn, die efferente Bahn, geht dann zum Musculus quadriceps femoris, damit der Muskel ganz einfach kontrahiert. Ja, ist ein monosynaptischer Reflex, der also nur da unten in dem zweiten Motoneuron läuft. Der sollte auch permanent auslösbar sein. Der ist erstmal nicht ermüdbar. Und ein Fremdreflex, der ist eben das, was du reizt, der Rezeptor. Und das, was dann reagiert, der Effektor, der Muskel, nicht im gleichen Organ. Zum Beispiel der Bauchhautreflex. Das könnt ihr mal ausprobieren. Ihr kitzelt jemand am Bauch. Ganz viele Leute werden überhaupt nicht lachen und werden überhaupt nicht ihre Muskeln anspannen. Macht's aber beim Kind, da kommt der noch schön. Und dann kitzelst du am Bauch und dann wird erstmal diese Information zum Rückenmark geleitet und läuft erstmal ganz hoch zum Gehirn. Und das Gehirn reagiert: Kitzelalarm. Bitte sofort die Bauchmuskeln anspannen. Und dann geht der Befehl wieder runter übers Rückenmark und muss dann im jeweiligen Segment zum Muskel wieder gehen, gibt eine efferente Bahn, und dann kontrahiert der Muskel. Also du hast bei einem Fremdreflex eine ganz lange Leitung, ganz viele Umschaltungen, polysynaptischer Reflex. Und selbst wenn jemand sich kaputt lachen würde, super kitzelig wäre, kitzel den mal 10 Minuten. Nach 10 Minuten lacht er auch nicht mehr und spannt auch nicht mehr die Bauchmuskeln an. Das ist irgendwann ermüdbar. Ja, und der Bauchhautreflex ist also ein Fremdreflex. Von daher haben wir hier schon mal die erste falsche Aussage gefunden. Die Pyramidenbahnen, die ja auch schon mal angesprochen wurden in dieser Prüfung, die sind ja schon häufiger auch mal bei einer MS eben auch beeinträchtigt. Und ein Anzeichen dafür ist ein positiver Babinski. Babinski, da bestreicht man von der Ferse dann auch in so einem Bogen die Fußsohle, ne, Richtung großer Zeh dann. Und normalerweise, wenn wir jetzt, stellt euch mal vor, ihr lauft barfuß über einen Weg mit ganz spitzen Steinen. Das tut unheimlich weh. Was macht ihr reflektorisch? Ihr wollt die Fußsohle schützen und krallt euren Fuß zusammen, um zu schützen.
Und beim Babinski passiert genau das Gegenteil. Ja? Das heißt, die große Zehe geht nach oben und die anderen Zehen spreizen sich. Und das ist physiologisch maximal bis zum ersten Geburtstag. Bei meinem Sohn war es mit 7 Monaten weg, ja? Bis die Pyramidenbahnen etwas ausgereifter sind. Und wenn das dann immer noch nach dem ersten Geburtstag der Fall ist, dann hätte man ein positives Babinski-Zeichen, was auf eine Pathologie, eine Schädigung der Pyramidenbahnen hinweisen würde. Und das könnte zum Beispiel im Rahmen der MS sein. Von daher, Aussage C ist richtig und darf nicht angekreuzt werden. Beim Bandscheibenvorfall, ja, wie gesagt, also kann der Reflex, je nachdem, wo der Vorfall ist, ausfallen. Patellarsehnenreflex, dann werden wir L3, L4. Achillessehnenreflex wäre L5, S1. Ist also auch eine richtige Aussage. Und somit müssen wir eben die E ankreuzen, weil warum sollte beim Bandscheibenvorfall in der HWS der Bizeps- und Trizepssehnenreflex grundsätzlich erhalten sein? Also diese ganzen Reflexe, Bizepssehnenreflex, Trizepssehnenreflex, Radius Periostreflex der oberen Extremität, die werden alle irgendwo C5 bis C8 verschaltet. Und wenn da ein Bandscheibenvorfall ist, ein Prolaps, dann können die natürlich ausfallen. Wir nehmen also die E und die, was war das denn? Die B. Ja? Das sind die falschen Aussagen. Wir kommen zur Frage 57 und die sollte eigentlich nicht so schwer sein. Es geht nochmal um ein Fallbeispiel. Ein 63-jähriger Mann kommt in ihre Praxis und berichtet seit mehreren Monaten unter Völlegefühl und zunehmender Abgeschlagenheit zu leiden. Schmerzen habe er nicht. Er sei heute Morgen aufgestanden und seine Ehefrau habe gesagt, er habe gelbe Augen und eine gelbe Haut. Welche Diagnose stellen Sie? Zur Auswahl steht das Prostata-CA, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Ewing-Sarkom und Blutkrebs. Begriff habe ich aber auch lange nicht mehr gehört. Man kennt das auch als Leukämie. Sehr komische Bezeichnung hier in dieser Prüfung. Die sollte eigentlich keine Probleme machen. Ne? Warum sollte der jetzt eine Leukämie haben und einen Ikterus? Ein Ewing-Sarkom, da ist er viel zu alt dafür. Ewing-Sarkom ist ein hochaggressiver Tumor des Knochens, bei vor allem Kindern, kann im Beckenbereich sein, auch manchmal an den Rippen oder so, oder am Femur, Tibia, passt doch auch nicht. Lungenkrebs, von Husten habe ich hier nichts gehört oder so, oder Rauchen, Prostata, das ist natürlich ein Pankreaskarzinom. Das heißt also, was ist hier passiert? Durch den Pankreaskopf geht ja der Ductus Rollidochus, über den die Gallenflüssigkeit mit dem darin enthaltenen, bereits konjugierten direkten Bilirubin in den Darm abfließt. Und hier diese Verdauungsbeschwerden, die weisen ja schon darauf hin, da könnte was mit dem Pankreas sein, dass der Exokrin die ganzen Enzyme, Amylase, Lipase und Elastase und so weiter nicht mehr ausreichend produziert worden. Und jetzt drückt ihm da was drauf. Und der schmerzlose Ikterus, das ist häufig so das erste wirklich verwertbare Zeichen, dass es sich hierbei um Pankreaskopfkarzinom eben handelt. Und leider Gottes hat das Ding eine miserable, wirklich Prognose. Wir nehmen also Lösung Cäsar. In den letzten dreien haben wir mal wieder eine Frage, bei der es um die falsche Antwort geht. Welche Aussagen zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit PAVK sind falsch? Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen komisch. Wir hatten schon eine Frage zum akuten arteriellen Verschluss, der schreiende Mann. Wir hatten schon eine Frage zur Phlebothrombose. Muss man jetzt die dritte Frage nach den Gefäßen stellen? Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen mehr Abwechslung wäre vielleicht ganz nett. Schauen wir mal. Wir brauchen falsche Antworten. Und die erste Antwort thematisiert, dass die PAVK in 4 Krankheitsstadien nach Fontaine eingeteilt wird. Ja, sind die Stadien nach Fontaine-Racho. Seht ihr auch auf der rechten Seite. Haben wir noch abends vor der Prüfung im Kurs noch drüber geredet. Ist also eine richtige Aussage. Im ersten Stadium hat die Person noch gar keine Probleme. Die hat noch keine Symptomatik, es wird aber mit einer Dopplersonographie oder so, wäre die Durchblutungsstörung schon diagnostizierbar.
Dann haben wir das zweite Stadium, was nochmal unterteilt wird in einem Stadium 2a und einem 2b. Die Menschen entwickeln Schmerzen, ist ja meistens in den Beinen, Schmerzen, wenn sie gehen, und im Stadium 2a, da hat er noch eine beschwerdefreie Gehstrecke, die länger ist als 200 Meter, und im Stadium 2b ist sie eben kürzer geworden als 200 Meter. Da müssen sie dann auch immer wieder stehen bleiben, bis das Blut nachgeflossen ist. Deshalb spricht man auch ganz gerne von der Claudicatio intermittens, von der Schaufensterkrankheit. Und im dritten Stadium, da hat er per Definition schon einen ischämischen Ruheschmerz. Ja, da bewegt er sich gar nicht und das tut schon weh. Und das vierte Stadium, schlimmer geht immer, da stirbt ihm quasi das Bein ab. Das heißt also, er bekommt einen Ulkus, Gangrän, Nekrosen etc. Eventuell muss amputiert werden. Also von daher, Aussage B ist nicht richtig, weil im dritten Stadium, da haben wir eben den Ruheschmerz. Ne? Das ist eben im dritten Stadium so der Fall, dass es dazu kommt. Und C, es besteht das Risiko eines akuten Gefäßverschlusses. Ja, natürlich, da kann ja mal so eine arteriosklerotische Plaque, die dort enthalten ist, die kann ja mal aufplatzen. Das ist ja gut möglich. Und kann sich dann Grinsel bilden. Die Patientin mit einer PVK wird im ersten und zweiten Stadium nicht zu einem Gehtraining geraten, weil der Körper die verengten Gefäße nicht ersetzen oder umgehen kann. Nee. Das ist so, dass Bewegung kontraindiziert ist, wenn jemand im Stadium 3 ist. Weil wichtig ist, dass eben die Person niemals in die Ischämie geht. Das heißt, im Stadium 3, da darf kein Gehtraining mehr stattfinden. Aber im Stadium 2, da soll er das machen. Allerdings nicht so, dass er in die Ischämie reinkommt. Also er muss immer da drunter bleiben. Das ist eben das Wichtige. Nicht in den Schmerz reingehen. So, und dann hätten wir noch die E, die Krankheitszeichen eines akuten arteriellen Gefäßverschlusses. Die hatten wir davor schon bei dem schreienden Mann, sind unter anderem ein sehr starker Schmerz, Blässe der betroffenen Extremität und Pulslosigkeit. Das ist ja wieder eine richtige Antwort. Von daher, die falschen Antworten, also die, die anzukreuzen sind, wären hier Bertha, bei Stadium 3 hast du den Ruheschmerz, und Dora, weil genau in diesem Stadium sollen sie noch was tun, damit die Kollateralbildung gefördert wird. Wir kommen zur vorletzten Frage. Mal eine andere Infektionskrankheit, die noch nicht angesprochen worden ist. Und zwar eine Einfachauswahl, welche Aussage zu einer Infektion durch das Human Immunodeficiency Virus ist falsch? HIV. Wählen Sie eine Antwort. A. Übertragungsweg für das Virus sind Geschlechtsverkehr, Blut und Blutprodukte. Müssen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Ich glaube, das weiß jedes Kind. Ne? Das ist also eine richtige Antwort, darf dementsprechend nicht angekreuzt werden. Der Krankheitsverlauf wird in mehrere Stadien eingeteilt. Auch das ist richtig. Es gibt die akute HIV-Krankheit, so nach 2 bis 6 Wochen, die bei 30% der Betroffenen auftritt, dass da erstmal ein mononukleose-ähnliches Beschwerdebild auftritt. Dann folgt eine Latenzzeit, eine Zeit, in der die Viruslast runtergeht und die Helferzellen sich einigermaßen erholen, und dann später kommt wieder Drive auf mit dem Lymphadenopathie-Syndrom, mit dem ARC und letztendlich AIDS. Also B ist auch richtig und deshalb nicht anzukreuzen. C. Im Stadium 1 finden sich eher unspezifische Krankheitszeichen wie Schwäche, Schwitzen, Fieber, Muskelschmerzen, Appetitlosigkeit, Lymphknotenschwellung und eventuell ein Hautausschlag. Das habe ich gerade schon bezeichnet als mononukleose-ähnliches Krankheitsbild. Wie gesagt, es kriegen nur 30% der Leute, aber es kann natürlich gerade, wenn es Risikogruppen sind, die dafür schon sensibilisiert sind, hier auch den Ausschlag geben, dass sie rechtzeitig behandelt werden. Also haben wir immer noch nicht die falsche Antwort. Zur Auswahl stehen also noch D und E. Dora,
Bei einer HIV-Erkrankung besteht eine nicht namentliche Meldepflicht gemäß § 6 Infektionsschutzgesetz oder bei einer HIV-Erkrankung besteht für einen Heilpraktiker ein Behandlungsverbot. Die richtige Antwort, also mit einer korrekten Aussage, ist eben, dass man Behandlungsverbot hat, aber nicht eine Meldepflicht. HIV finden wir im § 7, nicht namentliche Meldung. Das heißt, Labor müsste nicht namentlich melden, es sei denn, man würde bei einer Person einen HIV-Test machen. Ja? Nicht nach § 6, sondern weil es im 7er ist. Und behandeln dürften wir es nicht. Wir haben also hier die falsche Antwort bei der D und die müssten wir ankreuzen. Und ihr haltet toll durch. Und jetzt habt ihr es dann auch geschafft. Die finale Frage, Frage Nummer 60. Und es geht mal wieder um Bauchorgane. Häufig suchen, das letzte Mal spreche ich mal alles aus, Patientinnen und Patienten ihre Heilpraktikerin, ihren Heilpraktiker wegen Bauchbeschwerden auf. Welche Aussagen zur Störung der Körperstrukturen und der Funktionen der Bauchorgane sind richtig? Erstens, sind das Rossing-Zeichen, der Lanzpunkt und das Blumberg-Zeichen positiv, ist eine Wurmfortsatzentzündung, eine Appendizitis, sehr wahrscheinlich. Zweitens, bei einer Linksappendizitis kommt es zu ähnlichen Beschwerden wie bei einer Wurmfortsatzentzündung, aber im linken Unterbauch. Mitunter findet man ein wechselndes Stuhlverhalten. Die Schmerzen sind oft kolikartig. Gegebenenfalls stellt sich Fieber ein. Ursächlich sind sackförmige, entzündete Ausstülpungen des Dickdarms, eine Divertikulitis. Drittens, man unterscheidet bei einem Darmverschluss, Ileus, zwischen einem mechanischen und einem paralytischen Ileus. Und viertens, ursächlich für anhaltendes Sodbrennen können ein Zwerchfellbruch oder Ernährungsfehler sein. Fünftens, bei der Kombination der Krankheitszeichen Gewichtsverlust, Leistungsknick, Druck, Völlegefühl im Oberbauch und Widerwillen gegen Fleisch muss man an eine bösartige Gewebeneubildung des Magens denken. So, also ich persönlich habe hier keine falschen Aussagen gefunden. Das passt alles. Ja, also Rofsing, Lanz, Blumberg, McBurney, Psoas-Zeichen sind ganz einfach Hinweise auf die Appendizitis. Linksappendizitis, ja, das sagt man eben gerne bei einer Divertikulitis, die wir ja vorhin schon bei der Dame hatten, was dann eben im linken Unterbauch ist. Und da hat man häufig auch Obstipation, also von daher wechselndes Stuhlverhalten, das passt auch. Mechanischer Ileus, der kann über eine Obstruktion hervorgerufen werden oder er kann durch eine Strangulation des Darms eben bedingt sein. Ein paralytischer, da hätte ich eine Lähmung. Das könnte reflektorisch aufgrund von starken Schmerzen passieren, durch Toxine passieren, könnte auch infektiös sein, könnte vaskulär bedingt sein, durch Elektrolytstörung oder Nervenschädigung. Jo. Und Sodbrennen, naja, gerade bei einer Hiatus Hernia kommt das häufig vor. Wir nehmen also zum Abschluss nochmal die Lieblingsantwort dieser Prüfung, die Lösung E. Alle Aussagen sind richtig. Und jetzt würde mich, auch wenn ihr wahrscheinlich völlig erschöpft seid, mal kurz interessieren, einmal von den Leuten, die sie gestern gemacht haben und jetzt das zweite Mal gesehen haben, oder das dritte Mal, und denjenigen, die sie nicht kennen, was habt ihr für einen Eindruck von dieser Prüfung? Wie fandet ihr die? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ich zitiere mal für die Aufzeichnung. Bekloppt. Ja. Also ich finde, also es ist erstens mal wieder gut, dass jetzt nicht alte Fragen kommen. Was ich nicht gut finde, ist diese permanente Verneinung in den Fragen. Weil das weniger dazu geeignet ist, finde ich, Wissen abzurufen. Man kann das mal machen, ja, aber so permanent, sondern eher ein bisschen Verwirrung zu stiften. Und das hat nichts mit Wissensabfrage. Dann finde ich, dann sollte man den Schweregrad der Fragen eher schwerer machen, als mit solchen Hütchenspielertricks irgendwie anzukommen. Also ich habe nichts gegen anspruchsvolle Fragen. Ich fand das Auswahlverfahren größtenteils sehr, sehr zu leicht. So leicht, also da hätte man
sich mehr Mühe geben können. Was ich noch kritisiere, ist, dass sehr viele Fragen immer aus dem gleichen Bereich kamen. Wir haben unheimlich viele Gesetzeskundefragen gehabt und dann fast immer so das Gleiche eigentlich, ne? Patientenrechtegesetz, DSGVO etc. Wir haben hier ganz viele Fragen, wo die Schilddrüse vorkommt und dann, also immer wieder das Gleiche sehr, also mir hat die Abwechslung gefehlt. Schön finde ich, dass Sie Fallbeispiele reingebracht haben. Und was mich persönlich total stört, sind diese ganzen Begriffe, also wie Zuckerstoffwechselstörung, wie haben Sie es hier jetzt genannt, Wurmfortsatzentzündung, mein Gott, da kann man doch Appendizitis und Diabetes auch dazu sagen. Also komisch finde ich die auch. Ne? Ich finde sie nicht schwer. Und wie gesagt, also ein glasklarer Fehler drin, glasklar, da ist Ihnen Fauxpas passiert, dass da zwei Antworten richtig sind, wenn man Uremie statt Urosepsis schreibt. Wahrscheinlich war es die KI. Das ist noch zum Running Gag. Ne? Und diese Frage mit dem Suprarenin und so etwas, also die geht irgendwie auch überhaupt nicht. Ne? Aber haben ja alle bei uns bestanden, von daher muss man nicht rummoppern. Bin mal gespannt, wie es nächste Mal kommt. Es ist normalerweise so, wenn neue Prüfungsteams das machen, da gibt es immer erstmal ein bisschen Kritik. Ne? Und beim zweiten Mal werden die dann meistens eben auch besser. Ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Abend. Wenn nicht bei uns im Kurs ist, Sonntagabend gibt es ein Gratis-Seminar, eine Stunde, 18 bis 19 Uhr, eben Tipps für die mündliche Prüfung. Und Anfang April gibt es ein Seminar Differentialdiagnose über 3 Stunden, wem das Ganze auch nochmal für die Prüfung eben helfen könnte. Wünsche euch einen wunderschönen Abend und jetzt sage ich erstmal Tschüss.